So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Wir gehen jetzt in die Arena von Xeneroville und das ist rein zufällig die letzte Arena in der Höhenregion. Nach dieser Arena haben wir alle 8 Orden und können zur Pokéliga aufbrechen. Und ihr seht schon, das ist eine Wasserarena, merkt man nicht zuletzt an dem wässrigen Touch, der hier herrscht. Bin schon mal gespannt, wie die Arena so aufgebaut ist. Okay, Eisrätsel, gut. Moment. War es jetzt gut hier in der Mitte? Doch, hier. Hier so und dann außenrum. Okay. Falls ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr ja, dass ich, was Eisrätsel angeht, der absolute Experte bin. Okay. Kann ich da in die Mitte oder ist das so eine Art Wand? Das sieht aus, als ob ich da in die Mitte kann, oder? Ja, ich kann in die Mitte. Okay. So, dann gehen wir so nach unten, nach außen. Ja doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier so rum und dann so und dann so. Und dann so und dann so. Und jetzt wie weit nach rechts? Etwa bis hier hin. Ja genau, dann kann ich das auf der anderen Seite genauso machen. Oh, okay. Läuft ganz gut, läuft. Also, wir haben bis jetzt nicht so viel geschafft. Aber das, was ich geschafft habe, läuft ganz gut. Falls wir daran scheitern sollten, dann fahren wir... Oh. Ich wollte gerade sagen, runter und da sind Trainer. Aber hier sind auch schon Trainer. Also ich wollte sowieso alle Trainer besiegen, aber ich will erstmal das Rätsel so ganz mal lösen. Moment, jetzt gehe ich hier nach unten und dann hier. Nicht ganz durchgehen, sondern nur bis hier etwa. Ja, okay. Kämpfen wir gegen die erste Arena-Sklavin. One Woman Army ist an erster Stelle. Ich werde versuchen, so ein bisschen mit One Woman Army und mit Dingensbummens hier, mit Magnine, also Fü zu kämpfen, weil die haben noch am wenigsten Leveln. Jetzt ist es halt so, dass Azumarill nicht das beste Pokémon gegen unsere One Woman Army ist, denn es ist ja vom Typ Fee, das heißt, er kann Turmkick schon mal nicht einsetzen. Und es, also das Azumarill, kann im Gegenzug wahrscheinlich sogar Knuddler bereits einsetzen und uns damit sehr viel Schaden anrichten. Und ich glaube, ein Donnerschlag sollte niemals reichen. Nee. Okay, hat auch noch eine Bäre. Aber es wird auf jeden Fall ein sicherer Two-Hit-KO. Jetzt ist die... Oh, Kaskade, okay. Eine Kaskade sollten wir locker easy aushalten, eigentlich. Ich habe mich extra gemegert, weil ich gehofft habe, dass dann mein Angriff reichen würde, um das Azumarill zu besiegen. Hat aber nicht ganz gereicht. So. Weg mit dir, Azumarill. Wie gesagt, ich werde sowieso alle Arenensklaven hier besiegen. Aber erst einmal möchte ich euch zeigen, dass ich dem Eisrätsel gewachsen bin. So, Gegenschlag? Nee, soll's nicht lernen. Aber One Woman Army sieht in der Megaform echt richtig cool aus. Was ich auch jetzt cool finde, ist, nach den ganzen Parts hier mit Groudon, ich hatte in den 3 letzten Parts hatte ich Groudon im Titel, das ist schon so ein bisschen prägnant, muss man sagen. Bin ich doch ganz froh, dass wir wieder mal eine Arena machen und die Arena ist bis jetzt auch echt ganz hübsch, muss man... Ne, Moment, das war falsch. Doch, das geht so. Das geht so jetzt so nach oben. Genau. Jetzt machen wir einfach hier so einen Zickzackskurs, damit wir da rüberkommen. Okay, hoffe, das reicht so. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ich jetzt hier hochgehe und dann hier rüber, sollte das eigentlich klappen, wenn ich wieder das mit dem Zickzackskurs versuche. Hoffe ich einfach mal. Schauen wir, wie das dann ausgehen wird. Jetzt erstmal besiegen wir die... Wie heißt die? Irgendwas mit A. Annemarie, Anna, Anastasia, keine Ahnung, irgendwas du warst. Wollen wir uns megan? Ja, komm. Werden wir jetzt nicht jedes Mal megan, aber megan. Das ist ein schönes Verb. Ich mega mich. Du megast dich. Wir megan uns. Es ist schnell. Es ist... Okay, das hätte ich nicht erwartet. Wir haben Donnerschlag eingesetzt, weil ich denke, dass ein Donnerschlag eigentlich ausreichen sollte, um das Liebeskuss zu besiegen. Ja, locker easy. Wir werden es jetzt so machen, wenn der Gegner 2 Pokémon hat, dann werde ich mich megern. Wenn er nur ein Pokémon hat, dann werde ich in der normalen Form bleiben, weil die Mega-Entwicklung nimmt auch immer wieder ein bisschen Zeit in Anspruch. Und die lohnt sich, denke ich mal, erst ab 2 Pokémon, so, dass man die Zeit in Kauf nimmt. Aber es könnte natürlich sein, wenn wir uns nicht megern, dass das Einschlag nicht ausreicht. Dann brauchen wir 2 Runden anstelle von einer. Von dem, schauen wir einfach mal. So, das Rätsel ist eigentlich ganz gut machbar für mich. Hättet ihr nicht erwartet, oder? Ihr hättet das nicht erwartet. Jetzt muss ich genau schauen. Nach oben.
Ja, das ist perfekt so. Das ist perfekt so. So, einmal nach unten und zack, wir haben es geschafft. Perfecto Mundo. Da ist Vasili, aber wie gesagt, wir wollen erst einmal... Was? Nein! Ich breche nicht ein! Ich breche nicht ein, wieso breche ich nicht ein? Ich will die Trainer da unten besiegen. Komm ich... Hier komm ich sonst... Hier komm ich runter? Ja, okay, da sind Treppen, da sind Treppen. So, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich kann die Trainer da nicht besiegen, weil ich jetzt das Rätsel auf Anhieb geschafft habe. Das wär's ja gewesen. Aber es ist völlig unlogisch, dass nur weil ich das Rätsel geschafft habe, breche ich da nicht mehr durch. Das ergibt keinen Sinn, Leute. Wollte ich nur mal sagen. So, und Kapalores. Wie wollen wir es da machen? Einfach mal einen Turmkick draufhauen. Mogelhieb. Ja, Mogelhieb macht mal schon okay. So, solange wir nicht daneben kicken, ist alles okay. Das sollte eigentlich auch ganz gut Schaden machen. Ja, One-Hit-Kill. Sehr gut. Turmkick ist halt echt eine mächtige Attacke. Und One-Woman-Army ist auch ein mächtiges Pokémon. Ich mag unser Team. Ich mag es echt ganz gerne, muss ich sagen. Ich war mir am Anfang so ein bisschen unschlüssig, weil ich hatte ja so ein bisschen das Team schon zusammen. Aber jetzt bin ich davon überzeugt. Ich bin überzeugt davon, dass wir das beste Team dieser Welt haben. So, zwei Pokémon, Enteron. Ich will aber auch ein bisschen mit Fü kämpfen. Deswegen werde ich es so machen. Ich werde mich jetzt nicht megan, sondern erstmal versuchen, das Enteron mit einem Turmkick wegzubashen. Und wenn das nicht reichen sollte, dann bin ich traurig. Aber es reicht, okay. Und dann schauen wir mal, was das nächste Pokémon ist, weil ich würde eventuell gerne Fü reinchecken. Violet, können wir durchaus mal ein Fü in den Kampf schicken. So, obwohl, wenn Violet jetzt schneller ist, kann es mich wahrscheinlich sogar sehr, sehr stark treffen. Aber Violet ist einfach ein cooles Pokémon. Ich mag Violet. Ich hätte es auch ins Team genommen, aber es gibt echt so viele coole Wasser-Pokémon. Von dem her... Ja, und wir haben ja schon unser Mudpie. Also das ist nicht ganz so cool. Zieht relativ wenig ab, aber die Fontäne sieht einfach megamäßig cool aus, das muss man mal sagen. Hoffentlich setzt das nochmal ein, weil jetzt wird es uns definitiv nicht genug abziehen. So, ja, okay. Das wird, weiß nicht, ja, so viel abziehen, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Okay, wir haben das Wildort besiegt. Wir haben es zermatscht. Hat es dir gefallen? Oh ja, es hat dir gefallen. Sehr gut. Aber bitte kein Walfleisch essen, auch wenn ihr es irgendwo serviert bekommt. Denn Walfang ist verboten. Auch wenn sich nicht alle daran halten. Es bleibt trotzdem verboten. Ist auch so eine Sache. Verbotene Sachen reizen ein ja. Und dann machen wir es teilweise erst recht. Ah nee, nicht dieses hässliche kleine Pokémon. Das entwickelt sich ja aus Perlu weiter, wenn man ihm, ich glaube, den Abyssan gibt, oder? Oder war es die Platte? Eins von beiden war es. Ob du den Turmkick aushältst, bezweifle ich jetzt mal, du kleines Ding. Nee, tut's nicht. Tschüssikowski, wir werden uns auf jeden Fall Tropius, also Hakuna Matata, für die Hinterhand bewahren, weil immerhin wird Hakuna Matata hier, glaube ich, ganz gut alle wegbashen können. Wenn wir es denn wollen. Aber jetzt erstmal wollen wir versuchen mit anderen Pokémon, die... Ah, okay. Alabys. Alabys ist der Aal. Alabys. Der entwickelt sich auch aus Perlu weiter, wenn man dem Perlu die Abyssplatte gibt. Genau. Also das wundert mich jetzt aber, dass kein One-Hit-KO war. Wenn wir die Mega-Entwicklung gemacht hätten, hätte es wahrscheinlich gereicht, um es mit einem Schlag zu besiegen. Jetzt müssen wir aber noch eine Runde überstehen. Ist jetzt aber nicht so tragisch. So, wir wollen jetzt aber auch eigentlich nicht, dass One-Woman-Army so overlevelt wird. Nee. Ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen Fü trainieren. Deswegen setzen wir Fü auch mal an die erste Stelle. Es ist aber ein bisschen geschwächt. Das gefällt mir gar nicht. Ja, notfalls wechsle ich es einfach aus und irgendjemand anderes erledigt den Rest. Drumel ist halt das einzige Pokémon, was man hier... Oh, Starmie. Wieso sage ich immer Starmie? Starmie ist eigentlich der perfekte Gegner für Fü. Denn es hat... den Typen Psycho und wir haben den Typen Unlicht und Unlicht ist auf Psycho sehr effektiv. Ah, aber läuft gerade. Nein, nicht diese Scheiße. Bitte, hör mir auf damit. Das ist uncool. Bitte, Fü, zeig, was du drauf hast. Danke. One-Hit-KO, bitte. One-Hit-KO, bitte.
Ah, wollen wir es riskieren? Wenn wir uns selbst verletzen, ist natürlich blöd, aber Turbo Trio wird uns nicht ausknocken. Nee, niemals. Und bitte, bitte, zeig, was du drauf hast. Nein. Wollen wir es nochmal riskieren? Wir riskieren es nochmal. Ich glaube an dich. Turbo Trio wird uns auch beim zweiten Mal, also jetzt auch noch besiegen. Komm, es kann sich nur selbst besiegen. Ist nicht mal verwirrt und Bams, weg mit dir, Starmie. Hast auf dein Glück vertraut, aber nicht mit mir. Er ist nicht nur Austern zum Morgen und zum Abend und zum Mittag und alles andere auch, sondern er isst auch Sterne. Kann man Sterne essen? Also Seesterne? Ich weiß nicht. Man kann Sternfrüchte essen, aber es ist nicht das gleiche wie Seesterne. Na gut, egal. Was hat sie an Perlu? Okay. Ja, es hätte eigentlich zu den beiden vorherigen Trainern gepasst. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Was kann Perlu denn? Perlu kann uns wahrscheinlich besiegen mit einer Attacke. Aber die Frage ist, können wir es vielleicht mit einer Attacke besiegen? Bitte, bitte, bitte. Das wäre echt cool, obwohl ich glaube, das wird niemals reichen. Nee, das kann eigentlich gar nicht reichen. Nee. Eisenabwehr. Ich muss kurz überlegen. Knirscher könnte, wenn wir Glück haben, trotzdem ausreichen. Wenn wir jetzt Max Damage haben, könnte es tatsächlich reichen, um es zu besiegen. Bitte, nein, ganz knapp. Oh, das ist blöd. Das hättest du echt verdient gehabt. Aber du warst leider schon ein bisschen geschwächt. Von dem her, schade. Schokolade. Wollen wir es versuchen mit Dromel? Komm, wir versuchen es einfach mal mit Dromel. Dromel, zeig, was du drauf hast. Yay. Wenn es mal einmal angreifen kann, dann wird es das Ding... Die setzt eins auf Top-Genesung ein. Willst du mich verarschen? Ja gut, egal. Erdkräfte sollte trotzdem... Wow, One-Hit-KO sein. Umso besser für mich. So, Corazon. Oh, da können wir theoretisch... Dromel drin lassen. Aber wenn das Corazon jetzt schneller sein sollte als wir, sind wir erledigt. Ausdauer. Kannst du ruhig einsetzen. Ich glaube, egal welche Wasserattacke Corazon einsetzen sollte, wir würden die nicht aushalten. Nee. Das wird niemals reichen. Flammsturm reicht auf jeden Fall aus. Damit haben wir alle Arena-Sklaven besiegt. Ich würde sagen, wir haben ja schon gesehen, wie ich das Rätsel gelöst habe. Deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal machen. Also würde ich einfach mal sagen, gehe ich jetzt nochmal kurz Pokémon heilen. Damit wir mit geheilten... Gibt es hier noch vielleicht irgendwas? Nee, hier komme ich nicht weit. Damit wir damit geheilten Pokémon gegen Vasili antreten können. Also, wir sehen uns dann jetzt gleich gegen Vasili. Das wird dann wahrscheinlich, nehme ich einfach mal an, ein bisschen ein tougherer Kampf. Aber wir werden ja früh genug sehen. Pokémon sind geheilt und ich habe gesehen, dass sich die Arena bzw. das Rätsel nicht resettet. Deswegen rennen wir da einfach mal geschwind durch. Hey Vasili, was geht so mit dir? Fifififi ist übrigens noch immer an erster Stelle. Erlaube mir, dass ich mich dir erneut vorstelle. Ich heiße Vasili und bin der Arenaleiter von Xeneroville. Das weiß ich. Irgendetwas an deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor, aber ich kann nicht erklären, was. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Urzeithöhle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Vielleicht wird mit mir unser bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Also dann, zeig mir, wozu du und dein Team fähig seid. Yeah, im Gegenzug wirst du Augenzeuge. Bist du ein bisschen selbstverliebt? Der einmaligen Wasserillusion von mir. Und meinen Pokémon. Bisschen selbstverliebter Typ. Ja, ist ja auch egal. Wisst ihr, was das Witzige übrigens wäre? Wir haben ja Proto-Groudon bei uns noch immer im Team. Liebeskuss, okay. Theoretisch hätten wir Proto-Groudon die ganze Zeit einsetzen können. Es hätte dann Entland eingesetzt, also die Fähigkeit wäre zum Zug gekommen. Und dann hätte kein einziges Pokémon in der Arena eine Chance gehabt. Das wäre voll witzig gewesen. Aber wie gesagt, ich nehme Proto-Groudon nicht ins Team, von dem her... von dem her können wir das auch nicht machen. So, Diebeskuss ist auf jeden Fall eine coole Attacke und auch sehr effektiv auf unserem Magnein. Aber das juckt uns nicht. Ja, verschwende erstmal deine ganzen Tränke. Bei Liebeskuss habe ich eigentlich kein Problem damit, weil es kann uns sowieso jetzt nicht megamäßig viel Schaden machen. Klar, Diebeskuss ist sehr effektiv, aber, nein, das ist blöd. Bitte, widersteh der Kraft der Liebe. Du schaffst das. Liebst du mich mehr als Liebeskuss? Es liebt mich mehr als Liebeskuss. Haha, da seht ihr wahre Liebe. Ich bin stolz auf dich. Ich bin echt stolz auf dich. So, damit haben wir das erste Pokémon besiegt.
Oh, Milotic, nein. Das ist ein bisschen blöd. Weil klar, wir können jetzt Hakuna Matata reinschicken. Aber das glaube ich sogar, das ist sein stärkstes Pokémon. Ja, Hydropumpe sollte viel angehaushalten. Komm, ganz knapp. Oh Gott. Im Moment hat das vielleicht Eisstrahl drauf. Könnte es Eisstrahl drauf haben? Wir schauen mal. Ich wechsle mal kurz zu Hakuna Matata über, weil es wird sowieso nochmal Hydropumpe einsetzen. Da bin ich mir sicher. So, oh, soll ich die Stimme? Ja, okay. Umso besser eigentlich. Und jetzt ist die Frage, ob es Eisstrahl drauf hat. Wir werden sehen. Ich wechsle zu Drumeli über. Das wird uns in der Arena sowieso nicht weiterhelfen. Also falls es jetzt irgendwie Hydropumpe einsetzen sollte, ist das okay. Schauen wir mal. Und? Verdammt, es hat Eisstrahl tatsächlich drauf. Ja gut, dann bleiben wir mal mit Drumeli drin und versuchen mal mit Erdkräfte anzugreifen, obwohl, ja, es ist definitiv schneller als wir. Oh Gott, also... Ich hätte gedacht, das wird ein bisschen einfacher, aber dadurch, dass das Milotic Eisstrahl drauf hat, könnte das durchaus... Oh, ich hätte... Oh, fool, hätte One Woman Army einsetzen können. Egal. Setzen wir halt Sumpex ein, also Mudpie, und greifen mal mit Erdbeben an. Das sollte sicher gut Schaden reindrücken. Und Hydropumpe sollten wir mindestens eine... Oh Gott, das sieht echt viel Schaden ab. Das gefällt mir gar nicht. Es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, verdammte Axt. Es setzt Genesung ein, das ist gut. Das ist gut, weil ich glaube, wir machen mit Erdbeben mehr Schaden, als es mit Genesung wegheilen kann, oder? Schauen wir mal. Nee, ganz bisschen weniger. Okay, aber wenn wir die Mega-Entwicklung machen, bitte setz nochmal Genesung ein. Bitte setz nochmal Genesung ein, weil dann sind wir im Vorteil. Mit der Mega-Entwicklung sind wir stark genug, um das Milotic auszunocken. Komm schon. Yes. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Weil es hätte uns auch besiegen können mit einer weiteren Hydropumpe. Ich wollte aber nicht von Anfang an Dings einsetzen, die Mega-Entwicklung, weil ich wollte die eigentlich überhaupt nicht einsetzen. Aber gut, haben wir es jetzt doch getan, ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Viel Level Up, sehr gut. Ein Welsaat, okay. Das schicken wir... Wollen wir Hakuna Matata reinschicken direkt? Ne, komm, schicken wir erstmal viel rein. Obwohl, das wird keine Attacke aushalten. Okay, das war blöd. Ich wechsle gleich wieder zu Dings über zu Hakuna Matata. Das wird, egal welche Attacke, mindestens einmal überleben. Vor allem jetzt nach dem Angriffsdrop. Und dann können wir es mit einem Zauberblatt außer Gefecht setzen. Ist ja Wasserboden, genauso wie Mudpie. Und hat deswegen eine ziemlich große Schwäche gegen Pflanzenattacken. So, hier ein Zauberblatt sollte es eigentlich nicht aushalten. Doch! Ey, ja gut, Zauberblatt ist halt nicht so eine starke Attacke und Hakuna Matata ist jetzt im Angriff nicht das stärkste Pokémon. So, aber jetzt, wo Milotic eigentlich weg vom Fenster ist, haben wir eigentlich, denke ich, nicht mehr so viel zu befürchten. Sejong. Okay, das Sejong könnte uns noch gefährlich werden, deswegen setze ich meine One-Woman-Army ein. Denn One-Woman-Army hat ja nicht nur Elektroattacken, sondern natürlich auch Kampfattacken, nämlich den Turmkick. Und Sejong ist, wie ihr vielleicht wisst, nicht nur vom Typ Wasser, sondern auch vom Typ Eis. Und Turmkick ist darauf sehr effektiv. So, sehr schön. Was? Aber Sejong sieht echt cool aus, vor allem so mit dem Bart. Ich finde es richtig cool. Hatte ich nicht zu Unrecht in unserem Team damals im Together. So, sein letztes Pokémon sollte das, glaube ich, sein Golking. Komm, One Woman Army, wenn du nochmal mit Turmkick triffst, dann kannst du ruhig den Kill auch noch haben. So, bam. Hier, es rusht hier echt durch mit dem Turmkick. Solange es ein Pokémon nicht sehr effektiv trifft, ist das echt so eine mächtige Attacke. Beeindruckend, finde ich auch. Richtig beeindruckend. So. Du hast mir auf eindrucksvolle Weise vor Augen geführt, was für ein hervorragender Pokémon-Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich die Bekanntschaft von dir und deinem Team machen durfte. Du bist ein würdiger Träger des Schauerordens. Da geht mir ein Schauer über den Rücken. Witzig. Hier, bitte, nimm ihn an dich. Mit dem Schauerorden gehorchen dir alle Pokémon. Alle Pokémon. Auch wenn du sie noch nicht gefangen hast. Das habe ich als kleines Kind echt gedacht, als Giovanni das erste Mal in Blau gesagt hat, die gehorchen alle Pokémon. Habe ich wirklich gedacht, es gehorchen die alle. Ach, und nimm auch das hier, als Andenken an unseren Kampf. Ein Foto, hier, bitte sehr.
Kaskade. Sehr gut, damit haben wir die letzte VM bekommen. Bei der VM Kaskade, bla bla bla, wir wissen, was Kaskade macht. So, nun, da dir der Showdown verliehen wurde, kannst du mit Kaskade auch außerhalb tosende Wasserfälle erklimmen. Das ist sehr wichtig. Und jetzt gabelt sich von dir der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst. Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Wenn du alle Ohren der Höhenregion gesammelt hast, wird dich dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Insel Prachtpolis. Oder Prachtpolis am östlichen Rand der Höhenregion. Oder aber du versuchst, so viele Pokémon wie möglich zu begegnen, um dein Pokédex zu vervollständigen. Gerüchten zufolge hat Professor Birk aus Wurzelheim ein Update für den Pokédex vorbereitet. Wenn du ihn einen Besuch abstattest, gewinnt deine Suche nach neuen Pokémon sicher neue Dimensionen. Aber egal, welchen Weg du auch einschlägst, ich hoffe von ganzem Herzen, dass er dir eine strahlende Zukunft führen wird. Ah, danke, sehr lieb von dir. So, wir haben jetzt alle Ohren. Damit können wir uns die Ohren auch mal anschauen. Da unten sind sie. Können wir die polieren oder so? Ne, wir können die nur anschauen. Ah, da sind sie. Hier der Steinorden von Felicia, der Knöchelorden von Camillo, der Dynamo-Orden von Walter, Hitzeorden von Flavia, der Balance-Orden von unserem Vater Norman, der Federorden von Wiebke, der Mentalorden von Ben und Svenja und der Schauerorden von Vasili. Jetzt ist die Frage, welcher Orden gefällt euch am besten? Ich muss für meinen Teil sagen, vom Aussehen her gefällt mir der hier, der Hitzeorden am besten. Ja. Doch, der gefällt mir am besten. Und ich weiß nicht. Die Arena von Vasili fand ich auch ganz okay. Wie fandet ihr die Arena? Wie fandet ihr den Arena-Leiter bzw. allgemein die Arena? Würde mich mal brennend interessieren. Ich hoffe auch, der Part hat euch gefallen. Wenn dem so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde. Schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.